Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 in 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Mittwoch, den 1. September 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 4. Wir haben zwei Personen, Person A und B. Und Person A hat Geld gespart und zwar viermal so viel wie Person B. Ja, also wenn Person B, sagen wir, Person B hat X gespart, so hat Person A viermal davon, also viermal das X, also viermal die Summe, jetzt übergibt Person A 64 Franken vom Ersparten an Person B, das heisst, wir haben hier 4x minus 64 und da unten haben wir x plus 64, ja, also das ist da ein Transfer von 64 Franken. Jetzt hat Person A doppelt so viel an Ersparten wie Person B. Doppelt so viel, also wir haben hier eine Person A. Und Person B doppelt so viel bedeutet, Person A hat zum Beispiel 100, Person B 50. Das heisst, um da Gleichstand zu haben, müsste Person B zweimal so viel haben. Darum schreiben wir hier A gleich 2 mal B. Und mit dem haben wir unsere Gleichung und jetzt können wir das ersetzen. Ja, also da zum Zeitpunkt 2. Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2. Das heisst, wir können jetzt da beim Zeitpunkt 2 und Wert eingeben, weil das Verhältnis da, das gilt für den Zeitpunkt 2. Dann gibt das 4x minus 64 gleich 2 mal x plus 64. Das ist wiederum 2x plus 128 und auf der anderen Seite haben wir 4x minus 64. Plus 64 auf beiden Seiten, also ergibt das 2x plus 180, 192 und dann 4x minus 2x auf beiden Seiten und damit haben wir 2x gleich 192, x gleich die Hälfte davon, 50, 45, also 95 und 1, 96. So ist x 96 gross. Jetzt ist die Frage, wie viel hat Person A am Anfang gehabt? Person A hat am Anfang 4 mal x gehabt, also 4 mal 96. Das ist dann 4 mal 96, 384. Das heisst, am Anfang hat Person A 384 Franken vom Konto gehabt. Gut.